Es war der Vater des jetzigen Schahs, Reza Khan, ein Oberst, der 1925 die Dynastie der Pahlavi gründete. Schon als Sechsjähriger wurde Mohammad Reza zum Kronprinzen und Thronfolger ernannt. Bereits damals war er von einem tiefen, mystischen Glauben geprägt und von der Überzeugung an eine ihm von Gott gegebene Mission, die er im Dienste seines Landes zu erfüllen hätte. Anfangs der 50er Jahre kam es unter Premierminister Mossadegh zu immer heftigeren Demonstrationen gegen den Schah, hauptsächlich als Folge seiner Entscheidung, die Erdölindustrie zu verstaatlichen. Mossadegh versuchte, die Machtbefugnisse des Schahs durch Sondergesetze mehr und mehr zu beschneiden. Schließlich im Februar 1953 verließ Reza Pahlavi seine Heimat und ging nach Europa ins Exil. Doch schon wenige Monate später wurde Mossadegh durch kaisertreue Truppen gestürzt. Der Schah erfuhr die Nachricht vom Sturz Mossadeghs in Rom. Er bestieg das nächste Flugzeug und kehrte nach Teheran zurück. August 1953. Dem Schah wurde ein triumphaler Empfang zuteil. Eine Legitimation durch das Volk sozusagen für seinen Führungsanspruch. Schon damals umgab den Schah für viele eine Aura des Unbesiegbaren. Bereits mehrere Anschläge auf sein Leben hatte er zu jenem Zeitpunkt mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Wie weit beim Sturz von Premierminister Mossadegh auch außeriranische Kräfte, unter anderem der amerikanische Geheimdienst CIA, mit im Spiel waren, wurde bis heute nie ganz geklärt. Mossadegh wurde der Prozess gemacht, bei dem er auf Fürsprache des Schahs mit 3 Jahren Gefängnis davonkam. Er starb hochbetagt 1967. Zu Beginn der 60er Jahre, nachdem die Dynastie durch die Geburt des Kronprinzen konsolidiert war, startete der Schah ein ehrgeiziges Reformprogramm. Sein Kernstück war eine umfassende Bodenreform. Der Schah begann zunächst, Land aus dem Besitz des Hofes an die Bauern zu verteilen. Gegen den erbitterten Widerstand der Großgrundbesitzer befreite er die ländliche Bevölkerung mit seiner weitreichenden Agrarreform aus der Gewalt der Feudalherren. Nun, da sich das Land auf dem Wege zu der sogenannten großen Zivilisation befand, krönte sich der Schah im Oktober 1967 zum Kaiser. Da außer ihm keine höhere Gewalt existierte, setzte er sich selbst die Krone auf. Da ich das Volk bin, wir zitieren den Schah, kann man sagen, dass es das Volk ist, das mich durch meine Hände krönt. Anschließend krönte er seine Frau zur Kaiserin. Die ganze Hoffnung der kaiserlichen Dynastie ruht heute auf dem Kronprinzen. Als 17-Jähriger besitzt er bereits das Brevet eines Helikopter und dasjenige eines Kampfpiloten. An diesem Tag soll er seine erste eigene Landung an Bord dieses Kampfjets absolvieren. Er soll erstmal seine Mittelschule hinter sich bringen, bevor ich mit ihm ernsthaft zu reden beginne. Übrigens, mein Vater hielt es genauso. Als ich noch ein kleines Kind war, nahm er mich mit auf Reisen, um mir das Land zu zeigen. Aber ernsthafte Gespräche wurden dabei nicht geführt. Erst als ich die Mittelschule abgeschlossen hatte und aus der Schweiz zurückkam, begann ich ihn mehrere Stunden am Tag zu sehen. Und so lernte ich im Gespräch gewisse historische Hintergründe kennen. Ich werde es gleich halten. Zunächst soll er sich einmal formen, so normal wie möglich. Dann werde ich ihn allmählich in seine Aufgabe einzuführen versuchen. Man sagt, Sie wollten den Platz, wenn Sie den Ausdruck gestatten, etwa in 10 Jahren für ihn räumen. Trifft dies zu? Wie sehen Sie es? Ja, mein Vater wollte es auch so halten. Doch es kam nicht mehr so weit. Zuvor glaubte ich, es würde alles ganz einfach gehen, so wie man ein Glas Wasser austrinkt. C'était comme de boire un verre d'eau.
Dann plötzlich, mit einem Schlag auf mich allein angewiesen, mit dieser ganzen Bürde, fand ich mich vor einer eher schwierigen Aufgabe. Ja, ich habe daran gedacht. Vielleicht in 10, 12 Jahren, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, solange ich noch lebe und irgendwo von Nutzen sein kann als Berater. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben und Ihr Sohn, der Kronprinz, den Thron besteigt, sehen Sie die Möglichkeit, dass die Monarchie im Iran dann zu einer parlamentarischen Monarchie nach englischem Muster wird? Ja, ich verstehe nur nicht, warum jedermann auf diesen Tag wartet. Welchen Vorteil bringt das meinem Land? Was ich mir wünsche, ist eine Situation, die den Interessen meines Volkes am besten dient.